Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Schützen. Hier ist eure Svea von Angelfly Orakel. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Legung für euch. Ihr habt schon gesehen, das ist jetzt ein Monatsformat, also wir schauen uns den Monat August für euch an. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die neu mit dabei sind. Gerne abonniert den Kanal, Daumen hoch, Kommentare. Ich freue mich über alles, einfach weil es eure Wertschätzung widerspiegelt. Und genau, wir reden gar nicht lange, sondern wir gucken uns an für die lieben Schützen, was hier im August 2021 in der Liebe, in der Partnerschaft, ja, das Thema ist, die Herausforderung, was so auf euch zukommt, wie man sieht. Okay, was kommt hier auf die lieben Schützen in Bezug auf die Liebe, auf die Partnerschaft? Im August auf euch zu. Puh. Okay. Schauen wir doch mal. Ich lege euch hier zur Seite, liebe Schützen. Sieht man euch noch? Ja. Tiefe Gefühle. Gefühl der Einsamkeit, der Traurigkeit, des Alleineseins, des Verlorenseins. Obwohl man hier irgendwie in einem Familienverbund ist. Ja, obwohl man hier alles tut, wie man es, wie es erwartet wird. Ja. Ja, aber irgendwie stimmt die Zusammenarbeit nicht. Und dadurch hast du dieses Gefühl des Verlorenseins, der Einsamkeit, des Dahintreibens und nicht wissen, wohin. Ihr beide seid ja auch sehr unterschiedlich, ja? Sehr, also auch kein Pärchen, was eigentlich irgendwie zusammenpasst, will ich jetzt nicht sagen, weil das stimmt nicht, aber ich sag mal, das ist nicht Raubkatze und Raubkatze, sondern das ist Vogel und Raubkatze, also eigentlich Beute und Jäger, ja. Und trotzdem habt ihr es geschafft, irgendwie euch zu organisieren, eine Familie zu gründen, euch zu arrangieren, ja, ihr habt hier schon daran gearbeitet und trotzdem fühlst du dich alleine, verlassen, traurig, hilflos und wie als würden deine Träume gerade platzen, ja, die du hattest. Okay, gucken wir mal. Mal nochmal, ob ich hier einen schöneren Zoom bekomme. Irgendwie ist es heute nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum, aber gut. Ich habe heute, also ich arbeite mit einem neuen Lenormand heute. Und zwar ist es The Dreaming Way. Einfach damit ihr es gesehen habt. Okay, ich hätte gerne eine Klärungskarte für To the Sea. Was ist hier los? Ja. Du bist hier einsam in der Partnerschaft. Du fühlst dich alleine, trotz Partnerschaft, trotz dem, dass alles im Außen gut aussieht. Okay. In Reih und Glied. Ja, du hast hier deiner Meinung nach auch alles getan, was hier nötig ist. Ja, du hast hier die Treue gehalten, du hast hier, du bist dem anderen beigestanden, du hast versucht, ihn hier zu beschützen auch. Okay. Zusammenarbeit.
Hier noch eine Karte. Ja, genau. Ihr habt hier versucht, oder ihr habt zusammen daran gearbeitet, ein Heim aufzubauen. Ja? Und ich sehe hier schon, dass du hier auch alles gegeben hast. Ja? Du warst der treue Freund, der Beschützer, der... witzig, ich sehe dich gerade auch in der männlichen Energie, ja. Wenn du eine Frau bist, dann kann das trotzdem natürlich, kannst es auch du sein, weil wir haben ja alle immer männliche und weibliche Anteile, ja. Also du hast hier alles dafür auch getan, dass diese Familie funktioniert, dass diese Struktur funktioniert. Und trotzdem fühlst du dich in dieser Partnerschaft einsam. Und das wird dir hier im August bewusst. Wir gucken mal. Liebe geistige Welt, was kommt denn hier auf die Schützen zu im August? Was ist hier die Situation? Oh nein, nicht so viele, bitte nur so, dass es passt. Also, was kommt hier auf die lieben Schützen zu? Was ist hier für eine Situation? In der Liebe, in der Partnerschaft. Ja. Zu viele. Und wieder hat sich die Sonne gezeigt. Was ist hier die Situation? Ja, du kommst hier in diese Klarheit, so wie das aussieht, ja, dass du hier eben, obwohl du alles getan hast, obwohl du alles versucht hast, diese Beziehung dich irgendwie nicht erfüllt emotional. Viel Streitereien, viel Stress, viel Unruhe zwischen euch beiden, ja, viel Unruhe zu Hause. Ja. Und irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es zu Ende. Ja. Und das passt hier dazu, ja, weil du hier einfach emotional dich alleingelassen fühlst. Diese Klarheit bekommst du im August. Okay. Wodurch ist das ausgelöst? Okay. Also, irgendeine Nachricht, die du bekommst, lieber Schütze, ist hier ein Schlüsselmoment, ist hier ein Schlüsselerlebnis, mit dem du diese Klarheit bekommst, dass das irgendwie sich nicht verändern wird, dass das nicht besser wird, sondern dass diese Situation, in der du hier steckst, ja, das ist, was hier erreicht ist. Okay, wie geht es denn dann weiter in der Partnerschaft? Geht es denn hier weiter in der Partnerschaft? Wie geht es hier weiter in der Partnerschaft? Eine Karte hätte ich gerne noch. Also, jetzt wisst ihr, dass das Kreuz eigentlich immer etwas ist, was ich sehr positiv wahrnehme. Ja, das ist so
die göttliche Macht, die Unterstützung, das Karma, aber ich nehme es hier in dieser Legung nur schwer wahr. Ja, das ist so wie ein Kreuz, das du zu tragen hast. Und so fühlt sich diese Partnerschaft an, wie so ein, nicht wie etwas, was beschützt wird von oben, sondern wie eine Riesenlast, eine Riesenbürde. Und so wie das hier aussieht, ja, wird diese Beziehung, diese Partnerschaft, wie du sie jetzt lebst, so nicht weiter existieren. Ja? Es wird sich, dein Leben wird sich um 180 Grad drehen. Das wird hier aus den Fugen gerissen. Also, ja, mit der Sense in Kombination wirklich hier auch, das geht ganz plötzlich. Und zwar durch Liebe ausgelöst. Und ich sehe hier leider nicht Liebe für deinen Partner, sondern ich sehe hier Liebe für jemanden Neuen, ja, der dir hier viel Kraft und Energie bringt und viel Lebensfreude zurückbringt und dir dieses Gefühl der Wärme, die dir hier irgendwie fehlt, zurückgeben wird, ja. Ja, jemand Neues. Das wird hier eine große Herausforderung für dich sein, ja, weil du das Glück eigentlich mit diesen Menschen wolltest, aber es fühlt sich schon lange nicht mehr so an und du wirst die Erkenntnis haben, dass es auch nicht mehr so ist. Und das wird sich wie so eine schwere Bürde anfühlen und auf einmal kommt jemand, den du kennenlernst, keine Ahnung, weiß ich nicht, der wird deine Welt auf den Kopf drehen. Ja, und zwar plötzlich und unerwartet. Und zwar so, dass du damit gar nicht gerechnet hast. Ja, also, ich hätte gerne für die Lilie noch eine Karte. Ja. Hier kommt eine neue Person, der du dein Herz schenken wirst. Okay, krass. Wie geht es für dich denn dann weiter im August noch? Wie geht es denn für dich im August weiter? Ja, ihr werdet hier Treffen haben, Dates vielleicht auch. Ja, es wird jemand sein, der dich sehr beeindruckt durch die Art und Weise, wie er oder sie, je nachdem für wen du hier schaust, wie er sein Leben im Griff hat. Ja? Und guck mal, wir sehen die Eule auch gar nicht mehr. Heißt, lieber Schütze, du bist dieser Leopard und du hast hier jemanden gefunden oder du findest hier jemanden oder dich findet jemand, der hier genauso stark und genauso kräftig und genauso wild ist wie du. Ja. Und das ist das, was dich hier so flashen wird. Okay. Das ist hier noch. Das ist hier noch. Ja, aber das hat auch, also das verursacht natürlich auch ein schlechtes Gewissen, eine ungute Stimmung irgendwie, ja. Das ist etwas, was an dir nagt. Weil ich sag mal, ja. Ja. Wenn diese Person, die hier oben liegt, ja, mit der du dir hier ein Leben aufgebaut hast, eine Partnerschaft, eine Liebe, eine Familie, was auch immer,
Wenn du dich plötzlich und unerwartet in jemanden anderen verliebst, dann ist das immer ein Zeichen von, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und das wird hier einfach nochmal sichtbar. Das kann auch das hier sein, ja? Dass das sichtbar wird für dich, dass irgendwas zwischen euch falsch läuft. Okay. Das sieht nicht so schön aus, aber wir gucken jetzt gleich mal, was hier bei deinem Gegenüber los ist, ja, lieber Schütze. Wir nehmen auch hier einmal die Orakelkarten dafür. Ich nutze die Kipperkarten, die ich neu habe, um zu gucken, was hier mit deinem Gegenüber los ist, wie er hier eure Partnerschaft oder sie hier eure Partnerschaft wahrnimmt, ja. Und wenn ich es brauche, kläre ich mit den kleinen Nenomaus und dann schauen wir einfach mal, ich sag mal, wie dein Gegenüber diese Partnerschaft wahrnimmt, ja. Genau, ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Das Video des Herzmenschens findest du unterhalb des Videos in der Infobox. Und wie gesagt, gerne lass ein Abo oder ein Like da. Bis dahin, tschüss.